Herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Karl S. und ich werde auf dieses Video zurückblicken und sagen, das wird eins meiner allergeilsten Videos. Ich freue mich schon extrem drauf. Mir machen solche Themen extrem viel Spaß. Ich habe vor über 7 Jahren angefangen auf YouTube im Bereich Ernährung und im Bereich Fitness. Dann bin ich reingegangen in den Bereich Verkauf, Marketing, Unternehmertum, habe sehr viele Felder abgedeckt. Und als jemand, der unternehmerisch tätig ist, kommt man immer mehr auf das Feld Politik. Und zwar fängt es an mit dem Thema Steuern und Steuern, Steuern. Und ich wollte immer schon ein richtig langes, ausführliches Video zum Thema Politik machen. Und jetzt bietet sich für mich die optimale Möglichkeit, denn ich habe von meinem Juicery-Geschäftsführer, dem Oliver Neuzerling, ein Video zugeschickt bekommen. Ich werde es auch mal ganz kurz einblenden, und zwar von einem Rizzo. Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen, und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört. Dieses Video hatte gestern Abend, wo ich es gesehen habe, 3,9 Millionen Klicks, und zum aktuellen Stand hat dieses Video 5,2 Millionen Videoaufrufe. Und ich muss erstens mal sagen, ich finde es extrem geil, dass dieses Video Zerstörung der CDU von einer Person auf YouTube so eine Reichweite bekommen hat. Denn ich persönlich muss sagen, ich hatte wirklich schon Angst, dass YouTube nur noch in die totale Verblödung abdriftet, nur noch Comedy-Videos, Prank-Videos, Musik-Videos und irgendwelche sinnlosen Vlogs promotet werden. Ich hatte schon die Angst, dass nur noch solche Sachen in die Trends reinkommen, und ich hatte wirklich Angst, dass sinnvolle Videos einfach nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dann habe ich vor ein paar Monaten gemeinsam mit Oskar Karim die allererste Doku gemacht, beziehungsweise der Oskar ist da komplett in der Doku drin, ich komme ganz am Ende vor. Und diese Doku hat jetzt schon bald 800.000 Klicks und geht auf 1 Million Klicks zu. Das heißt, dass mal wirklich so ein Bildungs-Mindset- und Business-Video so viele Klicks bekommt. Und dass auch jetzt mal so ein Politik-Aufklärungsvideo so viele Klicks bekommt, finde ich extrem geil. Und ich möchte dieses Video eigentlich nur ergänzen. Und ich werde einmal dieses Video noch mal kurz einblenden. Ich werde dieses Video unten verlinken. Nur 0,7% aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen behaupten, dass der Mensch gar nicht schuld an der Erderwärmung ist. Und weitere Auswertungen zeigen dann, dass das eben nur vereinzelte Leute sind, die irgendwas veröffentlichen. Und es eben keine bekannten Institute oder nationalen Akademien gibt, die sowas behaupten. Keine fucking einzige. Und auch alle Studien, alle Anhänge zu den Fakten, die jetzt im Video erzählt werden, sind unter seinem Video verlinkt. Ich kenne diesen Rizzo nicht, ich habe noch keins seiner Videos gesehen. Ich fand aber sein jetziges Video sehr gut, und wie schon gesagt, ich möchte nur ergänzen. Das heißt also, ich möchte einmal ergänzen um Erklärungen. Ich möchte ein paar Hintergründe, die man als Unternehmer zunehmend kennenlernt, in dieses heutige Video mit einfließen lassen. Und ich möchte auch ganz klare Handlungsoptionen und Handlungsempfehlungen geben. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man nicht nur etwas anprangert, sondern ich finde es auch ganz wichtig, dass man die andere Seite zeigt, beziehungsweise Lösungsoptionen aufzeigt, die man sofort angreifen kann. Lösungsoptionen, die man sofort implementieren kann. Das heißt, ich werde jetzt die Punkte durchgehen, die Fakten zum Thema Bildungslücke, die Fakten zum Thema, dass die Reichen immer reicher werden, die Ärmeren immer ärmer. Die Fakten dazu, dass man heute mehr Geld damit verdient, wenn man ein Erbe ist oder irgendwelche Dividenden bekommt, anstatt mit ehrlicher Arbeit. Ich werde das Thema durchgehen, Steuern, Steuern. Ich plane sowieso noch nächstes Jahr eine komplette Dokumentation zum Thema, wie werden unsere Steuergelder verwendet und vor allem, wer zahlt Steuern, wer zahlt keine Steuern. Dann geht es um das Thema Klima, dann geht es um das Thema Lügen in der Politik. Und dann geht es auch noch um das Thema Kriege. Und ich werde noch Business- und Mindset-Punkte ergänzen. Und ich werde auch ergänzen, was Geld mit diesem ganzen Thema zu tun hat und warum Geld so wichtig ist. Und warum es gewollt ist, dass du als Zuschauer
glaubst, Geld ist nicht wichtig. Ich will auch ein bisschen mehr erklären, warum du als Zuschauer nicht weißt, wie Geld funktioniert, wie man Geld kontrolliert, denn du sollst von Geld kontrolliert werden. Du sollst davon kontrolliert werden und du sollst nicht lernen, wie man es kontrolliert. Und ich will auch noch zeigen, was es mit meinem zweiten Pass, meinem amerikanischen Pass auf sich hat. Wir werden also jetzt an meine Tafel gehen. Ich bin hier gerade in München, in meiner Wohnung/Büro und werde aber auch die in Anführungszeichen Armen und die in Anführungszeichen selbsternannten Opfer auch ziemlich anprangern. Ich werde also nicht nur die Politik anprangern, sondern ich werde wahrscheinlich auch dich anprangern. Schauen wir uns mal das Video an. Zerstörung der CDU/CSU. Was kann man bzw. was kann ich sofort tun? Das will ich zu jedem Punkt noch ergänzen. Das heißt also zum Thema Klima, zum Thema der aktuellen Fakten in Bezug auf die Bildung, in Bezug auf wie man Geld verdient, wie man aus der Armut rauskommt. Dann in Bezug auf Kriege, in Bezug auf Lügen und in Bezug auf die Optionen, die wir haben. Und ich möchte nicht nur Dinge zeigen, die man sofort machen kann, sondern Dinge, die so sind, wie sie sind, möchte ich ein bisschen erklären und die Gründe erläutern. Und eine Sache vorweg, zwei Dinge finde ich extrem wichtig im Bereich analytischem Denken. Punkt 1. Ich muss mich immer fragen, wer profitiert finanziell von irgendeinem Umstand. Das heißt also, wenn irgendwas passiert, sei es auch im Krieg, wer profitiert finanziell davon? Wenn irgendeine politische Regel, ein Gesetz in Kraft tritt, wer profitiert finanziell davon? Ich muss immer schauen, wer profitiert finanziell davon, ganz nach dem Leitspruch Follow the Money, also folge dem Geld. Dann Punkt Nummer 2, wenn es eine allgemeine Meinung gibt, wenn die Allgemeinheit eine Meinung vertritt und man sagt, ja, das weiß ich doch schon, das weiß doch jeder, das ist ja so. Wenn es eine allgemeine Meinung gibt, dann kann ich davon ausgehen, dass es gewollt ist, dass die Allgemeinheit diese Meinung hat. Und dann muss ich mich auch immer fragen, wem dient es, dass die Allgemeinheit dieser Meinung ist? Ich mache mal ein Beispiel. Wem dient es, dass die normale Bevölkerung denkt, Geld ist nicht so wichtig? Wenn ich beispielsweise reicher Unternehmer bin und ich will wenig Konkurrenz haben, dann will ich, dass die Leute denken, hey, Geld ist nicht so wichtig, weil dann ist es unwahrscheinlicher, dass die mir Konkurrenz machen. Dann ist es unwahrscheinlicher, dass die mich nach einer Gehaltserhöhung fragen. Wenn der Mitarbeiter denkt, hey, Geld ist nicht so wichtig, dann fragt er vielleicht mich gar nicht nach einer Gehaltserhöhung. Das heißt also, man muss immer überlegen, wenn viele Leute einer Meinung sind, warum haben die alle diese Meinung? So, kommen wir mal zu ein paar Fakten. Was ganz klar ist, das Vermögen, ja, hier haben wir das Vermögen und hier haben wir die Zeit. Mit voranschreitender Zeit werden die Reichen immer reicher, also das Vermögen der Reichen wird mehr und das Vermögen der unteren 50% wird immer weniger. Das heißt also, die Mittelschicht, die gibt es bald nicht mehr. Die Scheren driften auseinander. Ich sehe das hier, die Top 10% der vermögendsten Menschen bekommen immer mehr Vermögen und die unteren 50%, die verlieren immer mehr Vermögen. Und wir reden immer von Griechenland, von Italien, dass da die Leute ja alle so arm sind. Zum Beispiel in Italien besitzen 3-mal mehr Leute eine eigene Immobilie als in Deutschland. Kann man auch nachrecherchieren. Und alles, was ich in diesem Video sage, muss man nicht sofort glauben, soll man auch nicht sofort glauben. Man soll einfach mal selber nachrecherchieren. So. Armut steigt, ganz klar. Jetzt muss ich aber was einwerfen. Die Armut jetzt ist vielleicht gesamt mehr wie vor
50 Jahren. Aber ich muss wiederum sagen, dass die Armut jetzt natürlich einen deutlich höheren Lebensstandard hat als die Armut vor 50 Jahren. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der als arm deklariert ist, der hat meistens immer noch ein iPhone. Der hat meistens immer noch eine Xbox. Der hat meistens immer noch Premiere oder Sky-Abo. Schaut meistens noch Fußball. Kann sich sein Oettinger Bier meistens noch leisten. Brot und Spiele. Das also mal vorneweg. Erstens mal, ja, es gibt mehr Armut, aber die Armut wird auch bequemer gemacht. Und wir müssen auch mal schauen, was tun denn auch die Leute, die arm sind, gegen die Armut. Denn eins ist klar, hier wird die Politik angeprangert. Eher die Leute, die hier oben sind. Wir werden auch noch dazu kommen, dass eigentlich die Politik nicht diesen, die man anprangern sollte. Denn die Politik, die Politik und die Medien sind gekauft. Die sind eigentlich nur auf dem Schachbrett Figuren. Das heißt also, die werden nur vorgeschickt. Jeder kennt dieses Video, wo ein gewisser Politiker sagt, du, die man sieht, die haben nichts zu entscheiden und die Entscheidungen treffen, die sieht man nicht. Das heißt, bringt es mir überhaupt so viel, einen Politiker auszutauschen, die Politik anzuprangern? Das ist ein Systemproblem. Man könnte jetzt auch einen total netten, fairen Menschen in diese politische Position einsetzen. Es würde in ein paar Wochen, Monaten, Jahren dasselbe Resultat rauskommen. Es liegt also nicht an den bösen Politikern, sondern es ist ein System und Politik in dem Sinne gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt eigentlich nur Wirtschaft und die Wirtschaft hat eigentlich zwei Propagandaarme, einmal Medien, einmal Politik. So schaut's aus. Gehen wir weiter. Die Reallöhne stagnieren, das heißt also Leute verdienen seit 20, 30 Jahren real nicht mehr Geld. Und auch nochmal hier eine ganz wichtige Sache, Leute. Lernt bitte eure Vokabeln. Ein Wort wie Reallöhne, das will ich jetzt hier gar nicht erklären. Ich sehe es in der Eigenverantwortung von jedem, dass er Finanzjargon lernt, dass er gewisses politisches Jargon lernt, dass er gewisses juristisches Jargon lernt. Ja, du musst also vielleicht mal die Xbox weglegen und mal im Wörterbuch juristische, finanzielle, steuerliche Begriffe etc. nachlesen und lernen. Okay? Und dich selber weiterbilden. Dann kommt es noch dicker bei sinkender Kaufkraft. Alles wird teurer und zwar viel teurer, als es die Inflationszahlen uns glauben lassen wollen. Nehmen wir mal an, man behauptet, die Inflation jährlich sei 2 bis 3 Prozent. Das heißt also, dass in 5 Jahren etwas nur 10 bis 15 Prozent mehr kostet. Viele Dinge kosten aber in 5 Jahren das Doppelte. Okay? Manche Dinge sinken auch, aber allgemein verliert dein Geld extrem stark an Kaufkraft. Wenn du also auch nicht gebildet bist finanziell und nicht weißt, wie man mit Geld umgeht, wie man Geld richtig investiert, dann wirst du schleichend enteignet. Du kannst also nicht die Augen zumachen und sagen, hey, Geld interessiert mich nicht. Du musst über Geld lernen. Ansonsten wirst du immer abgezockt werden. Und wenn du 30, 40, 50 bist und keine Ahnung von Geld hast, dann bist du Mittäter an deinem eigenen Problem. Dann bist du Mitschuld an deiner schlechten Situation. So, gehen wir weiter. Vermögensakkumulation durch echte Arbeit sinkt. Das heißt also, von all dem Geld, was jährlich verdient wird, wird immer weniger durch echte Arbeit verdient. Und es wird immer mehr mit Dividenden verdient, dadurch, dass ich was erbe, dadurch, dass ich Zinsen irgendwo einkassiere. Das heißt also,
die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Das liegt im System. Okay, zu Lösungsansätzen kommen wir später noch. Und die Leute, die durch Arbeit reich werden, werden tendenziell weniger. Und die Leute, die durch Erbschaften etc. reich werden, werden tendenziell mehr. Und, spannende Zahl, die habe ich auch aus dem Video, die 45 reichsten Haushalte, okay, besitzen so viel wie 40 Millionen Deutsche. Das heißt also, 45 Haushalte, das sind vielleicht ein paar hundert Menschen, die reichsten Familien in Deutschland, okay? Und diese reichsten Familien, die haben mehr Besitz als 50% der 40 Millionen Menschen in der unteren Vermögenshälfte in Deutschland. Okay? Und man sieht auch diese Leute nie. Man muss sich doch mal fragen. Google doch mal reichste 100 Deutsche. Die siehst du nicht. Die siehst du in den Medien nicht, die halten sich raus. Die ziehen von hinten die Strippen. Die sieht man nicht. Die sind nicht in der Politik. Die Politiker sind deren Marionetten im Endeffekt. Okay? So. Dann schauen wir weiter. Steuerlast. Was heißt das? Die Bundesrepublik Deutschland, die nimmt jedes Jahr Steuergelder ein. Und eigentlich sollte auch die Bevölkerung entscheiden, wie dieses Geld investiert wird. Also hauptsächlich in Bildung, in Infrastruktur, in Digitalisierung und. Wird aber natürlich auch viel Geld verblödet, verprasst, in Kriege gesteckt und vieles mehr. Warum hört man all diese Dinge nicht in den Medien? Warum? Weil die Leute, die von all diesen Dingen profitieren, die Besitzer der Medien sind. Okay? Das ist ja alles relativ simpel. Und es hat auch nichts mit Verschwörungstheorie oder Ähnlichem zu tun. So, gehen wir weiter. Steuerlast. Früher hat die Oberschicht, ja, und auch die obere Mittelschicht und vor allem auch die Unternehmen, die haben einen großen Teil der Steuerlast getragen. Einen großen Teil. Wer trägt die Steuerlast jetzt? Größtenteils die Mittelschicht. Und deswegen drückt es eben die Mittelschicht runter. Ich will jetzt heute nicht zu jeder politischen Frage meine Meinung geben. Aber eins meiner Gesetze wäre beispielsweise, unter 3.000 bis 4.000 Euro monatlichem Einkommen keine Steuerzahlungen. Das heißt also, wer unter 3.000 bis 4.000 Euro verdient, man müsste noch die genaue Zahl berechnen, der soll keine Steuern zahlen, das bringt gar nichts. Und oben muss man die Schlupflöcher zumachen. Dazu mal in einem anderen Video mehr. Aber alleine rein rechnerisch, jemand, der 3.000, 4.000 Euro verdient, wenn der noch Steuern zahlen muss, alleine schon der Aufwand zu erörtern, wie viel der zahlen muss, dieser ganze Apparat, die ganzen Finanzbeamten, das Geld wird fast schon komplett von der Administration wieder aufgefressen, zumindest ein sehr großer Teil. Bei diesen Menschen fällt eine extreme Kaufkraft weg, das heißt also, die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum wird gedrosselt und verlangsamt. Und die reichen Menschen rennen mit der Kohle aus der Hintertür raus. So schaut es aus. Das heißt also, früher wurde die Steuerlast mehr hier oben getragen. Jetzt wird sie hier in der Mitte getragen. Was passiert also? Die oberen drückt es hoch, die in der Mitte drückt es runter. Und um sich das mal bildlich vorstellen zu können, es ist nicht so, dass ein Armer hier ist, in der Reiche hier und da die Mittelschicht. Ein Armer ist hier, ein Reicher ist hier und die Mittelschicht ist da. Dass man das mal versteht. Die Mittelschicht ist hier.
So. Du bist also immer, wenn du in der Mittelschicht bist, bist du fast immer mit einem Fuß in der Unterschicht bei den Armen und mit dem anderen Fuß bist du auf der Bananenschale. Also sehr wackelige Angelegenheit. So, Fakten zu den USA. Ein paar Fakten, okay? All die Zahlen, die wir gesehen haben, die sind in den USA noch deutlich extremer. Denn dort herrscht eine sogenannte freie Marktwirtschaft und bei uns herrscht eine soziale Marktwirtschaft. Was heißt das? Soziale Marktwirtschaft ist eigentlich eine Hybridform aus einem freien Kapitalismus und einem Sozialismus, Schrägstrich Kommunismus, wo man alles verteilt. Das heißt also, okay, auf der einen Seite kapitalistisch ja, du kannst ein eigenes Unternehmen gründen, du kannst erfolgreich werden, du kannst Multimillionär, Milliardär werden. Aber auf der anderen Seite, nein, du kannst nicht komplett pleite gehen, weil man macht im Endeffekt so ein Netz rein. Das heißt also, selbst wenn bei dir alles schief läuft, dann bist du nicht wie in den USA komplett auf der Straße, ohne Krankenversicherung, ohne Geld, ohne Wohnung, ohne allem, sondern du wirst aufgefangen, bekommst eben noch einen Platz zum Wohnen, bekommst Essen etc. Okay? Und in einem Kapitalismus, ich bin ein Vertreter vom Kapitalismus, aber wir haben hier momentan keinen richtigen Kapitalismus. Wir haben einen gezinkten Kapitalismus. Das heißt also, wir haben einen Kapitalismus, wo die Regeln von den oberen Leuten zu ihren Gunsten gebrochen werden. Das heißt also, wir haben einen korrupten Kapitalismus und keinen richtigen Kapitalismus. Und einen richtigen Kommunismus oder Sozialismus, wo alle gleich viel haben, gibt es auch nicht, denn da sind hier alle gleich und ein paar sind gleicher. Also Kommunismus heißt ja, alle sind gleich, alle sollen gleich viel haben. Und wenn man mal in ein paar asiatische Länder geht, wo es anscheinend einen Kommunismus gibt, sieht man, hey, trotzdem gibt es extrem viele Reiche in der Regierung, die tausendmal mehr haben wie alle anderen. Also all diese Systeme funktionieren nicht wirklich perfekt und das liegt auch irgendwo, und dazu kommen wir nachher noch, in der menschlichen Natur. Denn es gibt einmal ein Idealismus, ein Ideal, was natürlich toll wäre, aber es gibt eben auch die Realität. Und die Realität der menschlichen Natur, ich habe hier ein sehr gutes Buch, Augenblick, wo ist es? Hier, ein extrem gutes Buch, was ich empfehlen kann. Laws of Human Nature von Robert Greene, das Buch. Und da geht es eben um die menschliche Natur. Und die kann ich nicht ausklammern. Dazu später noch mehr. Dann das Thema Lügen. Na klar wird in der Politik gelogen. Dazu später auch noch mehr. Dann die Medien. Du sollst nur das hören, was du hören sollst. Jetzt zum Thema Subventionen. Beim Thema Klima hat er gesagt, hey, pass auf, wir schützen 20.000 Arbeitsplätze in der Kohleindustrie mit Subventionen. Warum machen wir das? Wir haben jetzt hier, haben wir Politiker, ja, dann haben wir hier die Kohleindustrie, die haben ein paar Lobbyisten, die geben denen halt Geld, sagen, hey, gib den Politikern mal Kohle, deren Kampagnen etc. Und dann sagen die Politiker, ah, okay, pass auf, Kohleindustrie, wir geben euch wiederum Geld und subventionieren euch. Und das Ganze schadet vermeintlich der Umwelt. Das heißt also, wegen Geld wird der Umwelt geschadet. Es ist nur ein Fall. Ich mache mal ein anderes Beispiel für Subventionen. Als ich mein Buch geschrieben habe damals, Unsere Zukunft ist vegan, da habe ich extrem viele Studien mir angeschaut zum Thema Massentierhaltung. Und da kam ich drauf, dass wir beispielsweise die Schweinemast, also die Massenzucht von Schweinen, derart subventionieren, dass es eine Überproduktion gibt, dass wir das ins Ausland verkaufen müssen, weil wir haben zu viel Schweinefleisch. Das heißt also, wir müssen es jetzt ins Ausland verkaufen. Wir alle, ja,
Aus unseren Steuergeldern wird Geld genommen, das bekommt die Schweineindustrie. Die hat dann das Geld und produziert dann so viel Schweine, dass wir es gar nicht mehr brauchen, dass es exportiert wird. Jetzt ist aber das Problem, der Export, der funktioniert nicht so richtig, weil im Ausland ist einfach das ganze Schweinefleisch noch billiger. Das heißt also, jetzt müssen wir den Export nochmal subventionieren. Wir subventionieren also eine Industrie doppelt, die der Umwelt schadet und auch noch, meines Wissensstandes nach, extrem ungesund ist. Für den Menschen und auch für den Planeten. Also das ganze Thema Subventionen auch, größtenteils völliger Schwachsinn. Ich mache mal ein Beispiel, aber auch das wiederum ist in den USA viel schlimmer. Und weil wir sehr stark beeinflusst werden, was wahrscheinlich noch eine Untertreibung ist, von den USA, ist es bei uns so, dass natürlich die Subventionen noch lange nicht so schlimm sind wie dort. Und dort ist es beispielsweise so, dass man Unternehmen hat, wie ExxonMobil, also die größten profitabelsten Unternehmen in den USA, bekommen staatliche Zuschüsse für Research and Development. Man muss sich also mal vorstellen, man hat jetzt hier eine ganz reiche Firma ganz hier oben und man nimmt jetzt hier aus der Mitte Steuergelder raus und gibt es denen. Man beklaut also quasi die Mittelschicht, um die Reichen noch reicher zu machen. Ja? Und das ist nicht echter Kapitalismus, sondern das ist gezinkter Kapitalismus. So. Probleme. Jetzt habe ich wieder gegen die Großen gesprochen, aber jetzt wieder, was machen die Kleinen falsch? Nehmen wir mal einen Schluck hier. Also, Bildungsausgaben. Einer der Fakten im Video von, wie war nochmal sein Name genau? Rezo. Ich habe es vorhin falsch ausgesprochen, dafür Entschuldigung, Rezo. Rezo hat gesagt, der Bildungsetat wurde wieder nicht erfüllt. Man hat wieder weniger ausgegeben für Bildung. Jetzt muss ich erstmal ein paar Dinge loswerden. Erstens mal, selbst wenn die doppelt und dreimal mehr für Bildung ausgegeben hätten, würde es dir wahrscheinlich trotzdem nicht so viel bringen. Warum? Du wirst nur ausgebildet als Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerbedingungen werden eigentlich immer schlechter. Das heißt also, selbst wenn du noch besser ausgebildet werden würdest, wirst du trotzdem zu einem großen Teil eigentlich für ein Hamsterrad ausgebildet, was dich nicht wirklich voranbringt. Weil, wenn man im Leben wirklich erfolgreich werden will, dann hat man unterschiedliche Bildungsbereiche, wovon in der Schule, ja, in der Schule vielleicht ein oder zwei abgedeckt werden. Das heißt, selbst wenn diese Bildung verbessert wird, bringt es dir immer noch nicht so viel. Denn du lernst nichts über Gesundheit, du lernst nichts über Geld, du lernst kaum was über Sozialkompetenz, du lernst nicht über unser Steuersystem, über juristische Dinge, du lernst nichts über Unternehmertum, Produktentwicklung etc. Du lernst wenig über Rhetorik, du lernst so viele Dinge so oder so dort nicht, dass ich gar nicht weiß, ob das überhaupt was bringen würde. Das schon mal Punkt 1. Und Punkt 2, jetzt muss ich hier wieder sehr viele Leute auch in die Eigenverantwortung ziehen. Dieses Buch hier hat gekostet, glaube ich, 20 Euro, 25 Euro, okay? Dieses Buch hier, Evolutionary Psychology von Dr. David M. Buss, hat gekostet, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube 50 Euro. 50 Euro. Wie viele Menschen unter 20 oder unter 30 kenne ich, die 50 Euro für ein Buch ausgeben? Es sind nicht viele. Und die Tatsache ist die, Schulbildung hilft dir, um zu überleben. Aber Selbstausbildung
hilft dir, dass du ein richtig geiles Leben hast. Der Spruch von Jim Rohn, ein extrem geiler Fernmentor von mir, würde ich jetzt mal sagen, hat immer gesagt, School Education, hoppla, geht mal so. Formal Education gets you, jetzt verkacke ich auch noch den Spruch, Leute, auf jeden Fall hat er gesagt, erstens mal, Schulbildung bringt dich vielleicht nur bis hier, Selbstbildung bringt dich bis da. Und du musst härter an dir selber arbeiten, als an deinem Job, okay? Und ich will weder jemanden, der jetzt zuhört, zu sehr anprangern, noch will ich mir selbst zu sehr einen runterholen oder mich selber zu sehr loben und pushen. Aber das hier, dieser ganze Bücherschrank, den ihr jetzt hier gar nicht sehen könnt, da sind Bücher drin, die kosten zwischen 5 bis teilweise 500 Euro für gewisse Sonderausgaben. Im Bereich menschliche Psychologie, im Bereich Business, Unternehmertum, Steuern, Geld, Wirtschaft, Politik, Umwelt, Naturwissenschaften, Romane und. Philosophie, ja, Kant und so weiter. Ich kenne Leute, die tragen Nike-Schuhe für 200 Euro, die haben in ihrem Leben noch nicht mal Bücher gekauft für 200 Euro. Und das ist einfach massive, das ist eigentlich ein Verbrechen gegen sich selbst. Das ist ein Verbrechen gegen sich selbst, wenn man schon mal für 200 Euro Schuhe gekauft hat, aber noch nie 200 Euro für Bücher ausgegeben hat. Es ist ein Verbrechen an sich selbst, wenn man schon mal 500 bis 1000 Euro ausgegeben hat für einen Urlaub, aber noch nicht mal 500 bis 1000 Euro für ein Fortbildungsseminar. Es ist ein Verbrechen an sich selbst, wenn man mehrere monatliche Abos hat für Netflix und sonstiges Entertainment, aber kein Coach und kein Mentor hat im Bereich Bildung. Und ich persönlich, ich habe aktuell meinen Online-Buchclub geschlossen. Ich mache den wahrscheinlich mit dem Oscar wieder in 1 bis 2 Monaten auf. Ich habe einen Online-Business-Buchclub mit über 10.000 Mitgliedern, den ich jetzt vorübergehend geschlossen habe, weil ich mit einer neuen Software, ich habe auch ein Softwareunternehmen, neu aufbaue. Ich werde jetzt also diesen Buchclub auch nicht verlinken, weil es ihn einfach aktuell nicht gibt. Kommen in 1, 2 Monaten wieder zurück. Und ich würde dafür angegriffen. Abzocke. Hey, das ist doch Abzocke, einen Buchclub zu machen für 10 oder für 20 Euro im Monat. 10 oder 20 Euro dafür zu verlangen, dass ich mehrere 1000 Euro ausgegeben habe in Bücher, mehrere 10.000 Euro in Seminare, mehrere 100.000 Euro in Online-Fortbildungen, in Mentorings, in Coachings, in Masterminds und damit x Millionen Euro Umsatz gemacht habe. Und wenn ich das Wissen verkaufe für 10, 20 Euro oder Online-Kurse oder Events für mehrere 100 bis 1000 Euro, dann heißt es zu mir, hey, du bist ein Abzocker. Und das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. In den USA, das beste Beispiel war, ein Kollege zu mir meinte, hey, da war jemand, der hat sich ein Englischstudium, ein 4-jähriges Englischstudium, hat er sich nicht bezahlen lassen und er hat einen Kredit genommen für 150.000 Dollar. Ich würde sagen, als englischsprachiger Mensch ein Englischstudium zu machen für 150.000 Dollar, das ist vielleicht eine Abzocke. Unser jetziges System, was wir haben, das ist vielleicht eine Abzocke. Aber garantiert nicht, sich selbst zu bilden. Und ich prange jeden an, der sich selbst nicht bildet, und ich möchte jedem sagen, geh raus, lies mal ein Buch, geh mal zu einem Seminar, bilde dich fort, mach das. Ja, das Schulsystem oder die Regierung steckt nicht so viel Geld in Bildung, aber wie viel Geld steckst du in deine Bildung? Und bei dem Punkt werde ich immer emotional. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Problem. Das Thema Geld. Du verstehst nicht, was Geld ist, und du verstehst nicht, dass Geld Macht ist. Ich habe
hab was gelesen, und zwar war das in den Kommentaren vom Rizzo. Und da stand drin, hey geil, dass du ein einstündiges Video machst ohne Werbung. Und keine Angst Leute, ich mache noch Werbung. Ich werde euch noch erzählen, was das für ein Getränk ist, was ich für Unternehmen habe und so weiter. Denn ich mache Werbung, ich muss Werbung machen und Werbung ist der einzige Weg, um nach vorne zu kommen. Dazu komme ich jetzt auch gleich. Also, wenn Geld gleich Macht ist, dann sollten doch die guten Leute mehr Geld bekommen. Das heißt also, wenn du eine gute Intention hast, ein gutes Produkt hast, dann solltest du doch Werbung dafür machen. Du solltest doch Geld verdienen, du solltest doch Geld bekommen. Wenn jetzt einer wie der Rizzo mit seinem 5 Millionen Video Werbung gemacht hätte, hätte er vielleicht 10, 20, 50, 100.000 Euro verdient und dieses Geld hätte er nehmen können, hätte dieses Video, was 5 Millionen Klicks bringt, als Pre-Roll-Ad vor andere Kanäle schalten können, vor vielleicht CDU-Kanäle und hätte dann mit den 5 Millionen Videos 50.000 Euro verdient, mit denen er wieder 5 Millionen Views gekauft hätte und somit hätte er dann seine Idee beworben, seine positive Idee. Das heißt also, diese ganze Negativhaltung gegen Geld bringt nur der Gegenseite was. Das bringt dir nichts. Du musst lernen, wie man Geld mit guten Dingen für gute Sachen verdient. Okay? Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe eine vegane Nahrungsergänzungsmittellinie, vegane Saftfastenkuren und eine Systemgastronomie mit gesundem, nachhaltigem Essen, wo ich faire Löhne zahle, wo ich Arbeitsplätze schaffe, wo ich Steuern zahle. Zu dem Thema komme ich noch gleich. Denn beispielsweise der Starbucks neben mir, der zahlt keine Steuern oder nicht wirklich Steuern. Über Irland und so weiter. Und ich muss Steuern zahlen. Das heißt also, na klar muss ich Werbung machen. Ich muss meine Produkte bewerben. Ich muss meinen Laden bewerben. Blendet mal, Olli, blende mal bitte meinen Laden ein. Ich mache jetzt auch mehrere Läden, wir expandieren gerade. Auch meine anderen Unternehmen. Ich muss die bewerben. Warum? Wenn ich beispielsweise sage, hey, pass auf. Zum Thema Umwelt kommen wir ja noch gleich. Steak essen ist für die Umwelt schlechter als beispielsweise Quinoa essen. Na klar muss doch dann ich Werbung machen für beispielsweise meinen Laden, wo man Quinoa isst, um dort finanziell erfolgreicher zu sein, um mehr Läden bauen zu können, um was für die Umwelt tun zu können und auch um selber natürlich Geld zu verdienen für weitere Projekte und auch für persönliche Befriedigung. Und natürlich, wenn beispielsweise wenn Beef oder Whey-Protein was Schlechtes ist, wo ist denn gerade unser Superfood-Shake? Dann muss ich doch unseren eigenen Superfood-Shake, kurz mal einblenden, bewerben. Na klar muss ich den bewerben. Das heißt also, du musst dein Mindset ändern. Jetzt habe ich hier leider die Tafel etwas weggewischt. Ich hoffe, das kann ich wieder rückgängig machen. Hier, Augenblick, zack, 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 zack. Bla bla. So, genau. Du musst dein Mindset dahingehend verändern. Jetzt das nächste Problem, was ich sehe. Arbeitsmoral und falsche Vorstellungen. Ja, es gibt extrem viele Leute, die haben Geldprobleme, die sind arm und so weiter und so fort. Aber vor 50 Jahren, Leute, da hat jeder mehrere Jahre in seinem Leben irgendwelche Drecksjobs gemacht. Jeder. Wenn ich meinen Vater frage mit seinen drei Brüdern, die er hat. Da hat jeder, seitdem er 8 war, irgendwie gearbeitet, auf dem Bau, Drecksjobs, auf dem Feld und hat das ganze Jahr lang eine Lederhose getragen und that's it, ja. Und wir sind natürlich auch verweichlicht, wir sind stark verweichlicht, ja, gesellschaftlich auch. Und wer ist denn bereit, die Drecksjobs zu machen? Ich weiß ganz genau, ich habe angefangen als Möbelpacker, ich war im Straßenbau, ich habe mit 12 Bretter gestrichen, im Piss Zeitung ausgetragen. Und ich will mich jetzt nicht darstellen als Held, aber ich habe jedes Jahr, seitdem ich 12, 13 war und auch schon noch früher, gearbeitet und mir mehrere tausend Euro auf die Seite gespart, statt ein Konsumopfer zu sein, weil die meisten sind Konsumopfer, okay, habe mir Geld auf die Seite gespart, dass ich eben eine erste Immobilie anzahlen kann, dass ich eben mir Equipment kaufen kann, dass ich mir Fortbildung kaufen kann. Das heißt also, der Weg ist nicht nur zu sagen, hey, die Bösen da oben, sondern ich muss mich dem ganzen Konsum entziehen. Ich muss
weg vom Social Media kommen, wo ich den ganzen Tag dranhänge. Ich muss wegkommen vom Netflix. Ich muss wegkommen davon, dass ich alles die ganze Zeit kaufe, ohne sinnvoll mein Geld zu investieren. Und das ist und das Thema Arbeitsmoral. Ich muss bereit sein, 3, 5, 10 Jahre irgendwelche Drecksjobs zu machen für ein Startkapital. Dann muss ich ein paar Jahre lernen, um einen besseren Expertenjob zu machen. Ich muss mich hochkämpfen. Das ist halt eben so. Die meisten denken, und das war halt auch von mir zum Beispiel, auch, ich habe auch früher beispielsweise bei vielen Leuten den falschen Eindruck erweckt. Ich habe mit 23 gezeigt, wie ich einen M6 Cabrio gefahren bin. Ich habe mit 24 gezeigt, wie ich einen 300.000 Euro Ferrari F12 gefahren bin. Was ich nicht gezeigt habe, und das war mein großer Fehler, dass ich davor 10, 12 Jahre lang gearbeitet habe. Dass ich Tag und Nacht, ich habe verzichtet auf alles. Auf Alkohol, auf Drogen, auf Party, auf neue Nike-Schuhe, auf hier und da die ganzen Mädels, auf einen Rollerführerschein, auf das ganze Zeug. Und klar kam auch noch Glück mit dazu. Aber du musst mal 10, 20 Jahre lang hart arbeiten. Und zu mir kommen die Leute, ja, ich will nicht verkaufen, ich will nicht dies, oh, ich will nicht auf dem Bau arbeiten, ich will nicht das. Und wegen Fernsehen denken alle gleich, oh geil, hey, in 2 Jahren, ich mache jetzt ein bisschen was, in 2 Jahren fahre ich Bentley. Falsche Vorstellungen, schlechte Arbeitsmoral und die wenigsten Leute lernen einfach über Erfolgsfaktoren, was ist Erfolg. Und da werde ich euch nachher noch helfen. Ich habe hier unten auch Links, wo ich kostenlos per WhatsApp wöchentlich Tipps zuschicke, wie man wirklich im Leben vorankommt, wie man wirklich erfolgreich wird, persönlich, glücklich, aber eben auch finanziell. Okay? So, dann. Hier haben wir es nochmal. Falsche Erwartungshaltung. Nein, Verblödung. Leute, man braucht einen Tagesplan. Man muss 30 Minuten mindestens jeden Tag Sport machen. Man muss 30 bis 60 Minuten jeden Tag lesen und lernen. Man muss ein paar Stunden arbeiten. Das ist einfach ein Muss. Und diese Verblödung. Ich empfehle, 4 bis 5 Mal am Tag das Handy zu verwenden aktiv. Mehr nicht. Es ist eine konstante Zuhämmerung, Verblödung, Süchtigmacherei. Und das ist mit ein Problem, ja? Es ist mindestens, die Hälfte des Problems liegt mindestens bei den Leuten, denen scheiße geht, wie den Leuten oben, die sie runterdrücken. Also das Problem ist mindestens zur Hälfte bei denen, die runtergedrückt werden. Okay? Dann. Eins finde ich geil, YouTuber, ich würde jedem empfehlen, der auf YouTube ist, nutze mal deine Reichweite für was Sinnvolles, denn die Medien werden es nicht machen. Da war ein geiles Kommentar unter dem Video von Rizzo, hey, krass, dass jetzt schon Leute auf YouTube aufklären müssen, die Leute im Fernsehen und die Schulen und so weiter machen es nicht und so ist es einfach auch, ja? So. Genau. Am Mindset arbeiten, raus aus der Opferrolle, aus der selbsternannten Opferrolle und rein ins Machen, rein ins Tun, rein in die Verantwortung. So, jetzt kommen wir zum Thema Klima. Und da habe ich jetzt auch eben immer dieses Thema, Leute müssen sich selber bewusster werden. So viele Leute sagen, oh, die Weltmeere, die Korallenriffs. Und 2 Minuten später, hey, was sollen wir essen? Ah, lass mal Sushi essen gehen. Lass mal Sushi essen gehen. Aber sich beschweren, dass es den Weltmeeren immer schlechter geht. Dann sagen, oh, der Regenwald wird abgeholzt. Beim Amazonas, in Brasilien, der arme Regenwald. Und dann ins Steakhaus rennen und Steak fressen. Und 90% von dem Sojaanbau, das Soja, was da angebaut wird, ist nicht für die Tofu-fressenden Veganer, weil die brauchen viel weniger Tofu. Du brauchst nämlich 10-mal oder noch mehr Soja, um ein Teil Fleisch herzustellen. Okay? Es ist also dieses Thema, jetzt ein Snickers versus später ein Sixpack. Warum haben 90% der Leute kein Sixpack? Langfristig, weil sie halt lieber jetzt einen Snickers fressen, okay? Und genauso ist es eben auch mit der Umwelt, mit Erfolg etc.
Der größte Erfolgsfaktor für Menschen, für alles ist folgender. Nicht mal, ob du reich oder arm geboren bist. Nee, der größte Erfolgsfaktor ist, kannst du sofortige Befriedigung auf später verschieben. Und wir werden dazu konditioniert und wir konditionieren uns selber dazu mit Social Media, mit sofort alles bestellen, mit sofort alles fressen, mit ich will alles immer sofort und ich bekomme es auch sofort. Damit konditionieren wir uns negativ gegen den wichtigsten Erfolgsfaktor, den es überhaupt gibt. Und der nennt sich auf Englisch Delayed Gratification. Da gab es auch eine Studie, die heißt die Marshmallow-Studie, glaube ich, in Stanford. Und da wurden Kinder von einem Teller gesetzt mit einem Marshmallow für 10 Minuten. Man hat ihnen gesagt, wenn ihr diesen Marshmallow für 10 Minuten lang nicht esst, dann bekommt ihr hinterher viel mehr Marshmallows. Und nur 10% der Kinder konnten warten, haben den Marshmallow nicht gegessen und haben dann hinterher viel mehr Marshmallows bekommen. Und die wurden dann 20 Jahre lang verfolgt und die wurden dann erfolgreich. Das Problem an dem Ganzen ist, dass es eben nur 10% waren. Und nur 10% der Menschen sagen, ja okay, weißt du was, dann fresse ich jetzt halt mal weniger Fleisch. Dafür, dann fresse ich jetzt weniger Fleisch, dass ich später eine schöne Umwelt habe. Das ist das gleiche wie, jetzt fresse ich halt kein Snickers, dass ich später ein Sixpack habe. Jetzt gehe ich halt nicht saufen, dass ich morgen keinen Kater habe. Und das ist ein psychologisches Problem, was leider 90% der Menschen haben und die schaffen es einfach nicht, da rauszukommen. Die können sich nicht umkonditionieren. Und deswegen, was machen die? Kaufen noch ein T-Shirt. Irgendwo ein billig T-Shirt, okay? Fressen noch ein billiges Schnitzel. Und na klar ist CO2 und Autos ein Problem, ja? Aber das viel größere Problem ist Konsum und tierische Produkte. Also CO2, Methan, dass Spezies aussterben, dass Müll überall produziert wird. Die größten Probleme sind die. Ja, Autos sind Probleme. Ja, Tanker und Flugzeuge sind Probleme, ja. Aber es wird schwieriger sein, das Problem zu lösen. Und das noch größere Problem kann man einfacher lösen. Das heißt also, ich konsumiere einfach beim Thema Müll weniger Plastik. Ich gehe einfach mit der Tüte vom vorigen Mal oder mit einer Stofftüte zum Einkaufsladen, okay? Und spare dann einfach dort Müll. Ich kaufe statt 10 billigen T-Shirts vielleicht ein teureres T-Shirt, hält länger, weniger Müll, weniger Konsum. Ich gehe her und esse eben mal statt einem billigen Ekel-Schnitzel vielleicht eine Portion Linsen. Okay? Das heißt, jeder hier kann an all diesen Punkten, die wir gerade eben besprechen, sofort was machen. Und das wäre eine viel schnellere und eine viel größere Änderung, als nur die oben anzuprangern und sagen, die bösen Deppen da oben. Weil die werden nicht viel machen, da kannst du lang warten. Ich habe im Leben eins gelernt, du kannst lang warten, es kommt keiner. Es kommt keiner. Okay? Wir schneiden das Video auch nicht. Wie lange geht das Video schon, Markus? Bitte mal die kurze Info. 23 Minuten 45. Erst. Krass, ich dachte, es geht schon viel länger, okay? Also, wir machen weiter. So. Das sind also die Dinge, die ich sofort lösen kann. Ich muss mir Dinge suchen, wo ich sofort lösen kann. Und die drei Sachen sind weniger konsumieren, weniger Plastik, weniger tierische Produkte. Das ist ganz einfach, okay? Und du kannst es machen und was musst du auch machen? Immer wenn du was Positives machst, musst, jetzt kommt es wieder für die ganzen Baumhaus-Veganer, für die ganzen Antikapitalisten, ihr helft dem Problem viel weniger, als ihr eigentlich helfen könntet. Denn wenn ihr daraus ein Business macht, ein Business, dann könnt ihr dieses Thema skalieren. Ich mache also mal ein Beispiel. Entweder ich gehe her und ich höre selber auf, Plastiktüten zu verwenden, ich höre selber auf, Schnitzel zu essen und ich höre selber auf, irgendwie sinnlos viele Dinge zu konsumieren. Ich kann es selber machen. Oder ich kann hergehen
Und ich will mich jetzt wieder nicht selber so krass loben, aber ich bin einfach einer, der tritt in die Aktion. Ich habe Juicery-Läden aufgemacht, ja, München, Stuttgart und es kommen noch einige. Und habe einfach gesagt, weißt du was, ich mache eine Gastronomie, da biete ich das gar nicht an. Da biete ich andere Dinge an. Ich biete keine Plastiktüten an und, okay? Und dann baue ich daraus ein Business, dann verbreitet sich das viel schneller und ich helfe viel schneller, viel mehr und habe natürlich auch selber noch einiges davon. So, und dann, manchmal sind die Lösungen, die man denkt, sie sind die Lösungen, vielleicht nicht die Lösungen. Mein Vater hat einen guten Kollegen und er war letztens in so einem Elektroauto unterwegs. Ihr seht, ich verwende in diesem Video keine Namen. Ich will noch nicht zu stark anprangern, das kommt noch in der Zukunft. Aber beispielsweise diese Batterien in den Autos, die wachsen auch nicht auf Bäumen, okay, die Batterien. Die haben auch einen extrem hohen Verbrauch, diese Batterien. Das ist mal erstens, okay? Und zweitens, diese Batterien haben auch ein extremes Magnetfeld. Und wir selber haben in unserem Körper auch viele elektrischen Magnetfelder. Und man weiß noch gar nicht, wie unser Körper auf diese Magnetfelder reagiert. Das heißt, die perfekte Lösung ist das vielleicht auch noch nicht. Wir haben also schon mal ein paar gute Lösungen, bei der weiß ich es noch nicht, okay? Und du musst jetzt auch nicht aufhören, irgendwie mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Vielleicht kannst du halt ab und zu mal mit dem Fahrrad fahren. Vielleicht kannst du jemanden mal jemanden mitnehmen, Fahrgemeinschaft und so weiter. Und ich möchte noch eine Sache klarstellen. Ich bin kein Heiliger. Ich probiere bei mir die ganze Zeit Dinge zu optimieren. Aber ich habe natürlich auch Dinge, wo nicht optimal sind. Ich fahre beispielsweise oder werde meistens gefahren, hört sich jetzt natürlich wieder arrogant und hochnäsig an, aber ich will eben einfach real bleiben im Mercedes-Maybach mit einem doppelt so hohen Spritverbrauch, wie er eigentlich sein könnte. Also ich will mich hier nicht oben irgendwo hinstellen und sagen, ja, ich mache es ja alles perfekt. So, Optionen. Was sind wirklich Optionen? Jetzt hieß es in dem Video von Rezo. Im Video von Rezo hieß es, die über 70-jährigen Wähler sind mehr als die jungen Wähler. Leute, jetzt kommen wir zu den 500-Euro-Scheinen. Jeder Tag ist Wahltag. Ich muss nicht gegen Schweinemastzucht auf den Streik gehen. Ich muss einfach Tag für Tag Leute davon überzeugen, durch positives Vorleben, dass ich die Scheiße nicht fress. Okay? Ich höre einfach auf zu kaufen. Du musst nicht irgendwie gegen zuckerhaltige Getränke einen Streik machen. Es müssen einfach morgen nur viele Leute aufhören, den Scheiß zu kaufen. Dann wird es weniger konsumiert. Das heißt also, die ganzen Zwischenschritte, die es immer gibt, die braucht man gar nicht. Der direkteste Weg ist quasi Kunde zu Produzent. Das ist der direkteste Weg. Wenn du aufhörst, das zu kaufen, dann wählst du gegen das. Wenn du dafür aber das kaufst, dann wählst du für das. Und wenn du auf der einen Seite sagst, hey, ich bin gegen den Fischfang in den Meeren und gegen die Verschmutzung von den Meeren, aber du gehst zum Sushi-Laden, dann wählst du hier bitte einmal Verschmutzung und Leerfischen der Meere. Wenn du auf der einen Seite sagst, hey, ich bin gegen Kinderarbeit in Indien und mache einen Protest gegen Kinderarbeit in Indien, und auf der anderen Seite, hey, hier Geld hast du für 10 5-Euro T-Shirts, die alle dort von indischen Kindern produziert wurden, dann bist du hier so, aber das ist viel weniger als das. Das ist die echte Wahl. Das ist nur, und viele, das hier höre ich sehr viel. Das hier sehe ich sehr wenig. Okay? Das ist ganz wichtig. Ich kenne so viele Leute, die sagen, oh Karl, ich finde es so geil, dass du jetzt, und außerdem,
Jetzt kommen wir zu dem Thema. Das hier ist on. Das ist für mich für extreme Konzentration, für Fokus. Da komme ich jetzt auch noch gleich zum Vorleben. Hey Karl, ich will Nahrungsergänzungsmittel, die sind nur mit natürlichen Stoffen. Die sind aus recyceltem Papier, nicht aus Plastik. Die sind rein pflanzlich. Dann stelle ich sowas her. Dann heißt hinterher, oh, ist zu teuer. Da kauft man lieber billige Plastiktüten mit Schrottinhalt. Aber hier reden, oh ja, ich will das, das und das. Und dann aber, und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Also mit Qualität habe ich viel weniger Kunden wie mit Schrott. Weil ich kenne den Markt und die Leute, die gehen halt lieber, statt sie weniger und Qualität kaufen, lieber auf die Masse und Schrott. Und das ist das große Problem, okay? Jedes Mal, wenn ich in so einen Laden reinlaufe, wo Schrott verkauft wird, ist die Hütte voll. So, und noch was. Argumente durch Vorleben. Ich gehe zu keinem hin, klar, ich habe jetzt wieder in diesem Video ein paar Mal erwähnt, dass ich mich pflanzlich ernähre, aber ich gehe zu keinem hin und sage, hey, du Drecksack mit deinem Schnitzel, du musst dich jetzt vegan ernähren. Sage ich nicht. Ich bin einfach den ganzen Tag fit, ich kleide mich gut, ich bin freundlich und Leute sagen, hey, wo hast du die Energie her, warum bist du so in Form? Und dann sage ich, weißt du was? Weil ich eben das nicht esse, sondern ich esse das. Ich muss also positiv vorleben und ich muss ein laufendes Werbeplakat sein für meine Message. Und da noch ein Netz, ich weiß, dafür werde ich jetzt gleich kritisiert. Aber der gute Rezo hat dieses Video jetzt gemacht. Und ich finde sein Video geil. Ich ergänze es nur um ein paar Punkte. Ich glaube, er hätte sich selber einen Gefallen getan und vor allem auch den Zuschauern einen Gefallen getan, indem er sich gesehen hätte als Werbeplakat und vielleicht ein Hemd angezogen hätte. Ich weiß nicht, warum die Haare blau sein müssen. Ich kann mit dem Haarthema eh nichts anfangen. Ich habe keine Haare, ich könnte meine Haare nicht mal blau färben. Aber wenn beispielsweise ich hergehe und einem 60-Jährigen das Video zeige, dann ist das erste Kommentar, was ich bekomme, schau dir mal den an, den kann man ja nicht mal gebrauchen, der hat die und die Haare, die und die Klamotten, schau dir mal den Penner an. Natürlich ist es oberflächlich und ungerecht, aber es ist halt so und man muss die Realität verändern, klar, aber man muss sie nehmen, wie sie ist und sie dann verändern. Ich kann nicht sagen, die Realität soll so sein und deswegen verhalte ich mich jetzt so. Und wenn er beispielsweise da wäre, mit normalen Haaren, mit normalen Klamotten und er einfach wirklich noch ein bisschen seriöser wirken würde, dann würden vielleicht mehr auf Anhieb zuhören und hinterher umdenken und die Dinge umsetzen. Und bevor man jetzt reinschreibt, oh Carlo, oberflächliches Schwein, überleg dir erstmal den Kommentar, den ich jetzt hier eben von mir gegeben habe. Also schauen wir weiter. Was sind also Ziele? Für mich sind ganz klar Ziele, dass Leute gleiche und faire Chancen haben. Ich komme nachher auch nochmal zu ein paar Problemen. Was sind für mich Ziele? Dass es gleiche und faire Chancen gibt. Es kann nicht sein, dass ein Starbucks viel weniger Steuern zahlt, wie ich mit einer Juicery oder wie ein Bäcker nebenan mit seinen drei Bäckereien im Familienbesitz. Kann nicht sein. Es müssen faire Regeln, faire Chancen und vor allem auch unabhängige Medien und auch unabhängige Politik. Was gibt es also da für Möglichkeiten? Ich sehe die Möglichkeit erstmal ganz stark darin, ich wähle mit meinem Geld, okay? Fang jetzt damit an, überleg dir mal ganz genau die nächsten 7 Tage, schreib dir mal auf bitte. Und jetzt kommen eben die Aufgaben, Leute, okay? Schreib dir mal bitte die nächsten 7 Tage ganz klar auf, wofür habe ich mein Geld ausgegeben. Dann recherchier mal bitte die Unternehmen, an die du dieses Geld bezahlt hast. Und dann recherchierst du mal bitte, wie gehen die mit der Umwelt um, wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um, wie sind die politisch eingestellt. Und dann siehst du, für was du gewählt hast.
Hast du gewählt für deutsche Arbeitsplätze oder für Outsourcing? Hast du gewählt für XYZ? Okay? Und dann siehst du, wofür du jeden Tag wählst. Das ist also mal Punkt 1. Okay? Punkt Nummer 2. Transparenz. Mach diese Petitionen. Mach die YouTube-Videos. Mach die Podcasts und klärt auf. Da außerdem, ich bin auch ein Unterstützer von KenFM. Ich habe auch mal mit KenFM ein Video gemacht. Schreibe ich vielleicht nochmal hier auf. KenFM. Okay? Zack. Und ich möchte in zukünftigen Videos noch deutlich mehr Möglichkeiten eingeben, weil ich möchte auch jetzt nicht die Leute überschwemmen, überfordern, aber sich selber bilden, mit dem Geld wählen, in der Öffentlichkeit die Dinge promoten. Und du wählst natürlich auch nicht nur mit deinem Geld, sondern auch mit deiner Zeit. Wenn du deine Zeit verbringst mit solchen politischen Videos, ja, mit Arbeiten und so weiter, dann ist es viel besser, wie dass du deine Zeit verbringst mit 2 Stunden Prank-Videos am Tag schauen. Okay? So, jetzt wichtige Punkte für die Sieger. Wenn du als Unternehmer erfolgreich bist, dann bitte ich dich darum, dass du deine Mitarbeiter förderst. Förder deine Mitarbeiter. Bilde deine Mitarbeiter aus. Gib deinen Mitarbeitern so gut es geht Urlaube. Bezahl deine Mitarbeiter fair. Beteilig deine Mitarbeiter so gut es geht an Unternehmenserfolgen. Und die Sieger müssen einfach nicht gierig sein und hey, alles meins, sondern die müssen einfach besser verteilen. Und dafür muss es einmal Regeln geben, aber ich spreche auch direkt alle Unternehmer und alle in Anführungszeichen Sieger an. Okay? So. Und jetzt möchte ich den Leuten sagen, die es ein bisschen schwieriger haben, auch der Zusammenhalt. Hey, wenn ihr in einem Unternehmen seid mit 50 Mitarbeitern und ihr fühlt euch einfach vom Chef irgendwo betrogen oder schlecht behandelt, dann müsst ihr einfach euch zu 50 zusammenschließen, euch mal treffen. Und ich würde auch wirklich empfehlen, in jeder Stadt in Deutschland, in jedem Dorf, wir Menschen beschäftigen uns zu wenig mit dem Thema Politik, mit unseren Meinungen, mit den Regeln, mit dem aktuellen Stand. Mach mal bei dir im Dorf einen Stammtisch auf, lad alle Leute ein und sag, hey, schau mal her, das sind aktuell die politischen und die wirtschaftlichen Fakten. Finden wir das gut, finden wir das schlecht, was können wir dagegen tun? Und schließt euch zusammen. Ganz wichtig. Und Punkt 2, Rücklagen. Bildet euch Rücklagen. Das größte Problem der meisten Leute ist, die sind nicht meinungsfrei. Warum? Denen fehlt das Geld. Die können ihrem Chef nicht die Meinung sagen, weil die haben Angst. Weißt du was? Wenn ich rausgeschmissen werde, ja, wenn ich meine 2000 Euro im Monat nicht mehr verdiene, bin ich in 3 Monaten pleite, weil ich habe nur noch 2000 Euro übrig auf dem Konto, okay? Ja? Und ich habe jeden Monat 1400 Euro Ausgaben. Und deswegen, ich bin im Hamsterrad gefangen, ich bin drin und ich komme nicht raus. Das heißt also, spare viel, bilde viel Rücklagen, bilde dich selber weiter, fang auch noch nebenher was an und bring dich nicht in diese blöde Hamsterrad-Situation, wo du in deinem Unternehmen oder als Angestellter deine Meinung nicht mehr äußern kannst, weil du Angst haben musst, dass du dann gefeuert wirst, dass du nicht mehr befördert wirst, okay? Und dass du dann davon finanzielle und gesellschaftliche negative Konsequenzen trägst. So, das waren jetzt mal die meisten Punkte, die ich nennen wollte. Ich könnte jetzt hier noch tausende weitere Punkte nennen. Ich möchte nur noch mal ganz am Schluss sagen, man ist nicht machtlos und für mich sind die wichtigsten Schritte, die man einleiten kann für sich selber, dass man sich selber fortbildet. Ich habe hier unten einen WhatsApp-Newsletter, da kann man sich anmelden, die Telefonnummer sieht keiner, ist auch keine Gruppe und nichts. Und ich schicke regelmäßig Videos zum Thema finanzieller Weiterbildung, zum Thema, wie wird man erfolgreicher im Leben, wie erschafft man eine Dienstleistung, eine Selbstständigkeit, wie kann man Geld verdienen. All diese Dinge. Okay?
All diese Dinge. Das heißt, bilde dich fort, verdiene Geld, sei sparsam, sei kein Konsumopfer, tausch dich mit Gruppen aus, schließ dich zusammen, investier in dich selber. Das sind einfach alles wichtige Dinge, denn ich wollte einfach nochmal ganz klar äußern, ich bin jemand, der self-made ist. Ich kam von fast nichts und habe mir jetzt mehrere Unternehmen aufgebaut. Und es gibt einen Weg, und beim Video vom Rezo kam es mir, da hat mir ein bisschen gefehlt, dass zu wenig auf die Eigenverantwortung hingewiesen wurde, zu wenig wirkliche Aktionsschritte, die ich sofort machen würde, erläutert wurden, und dass es so, sich so ein bisschen machtlos angehört hat. Und wir sind nicht machtlos. Absolut nicht, vor allem heute nicht, wenn wir auf YouTube Videos hochladen können, die 100.000 von Klicks bekommen. Lorenz, wie viel Uhr ist es? Ja, egal. Ich meine, wie lange geht das Video schon, meine ich? 40 Minuten. Also, ich lade jeden recht herzlich dazu ein, dieses Video zu teilen, meinen Kanal zu abonnieren. Es geht um das Thema Fitness, Ernährung, Gesundheit sekundär, es war vor allem auch viel früher. Heute geht es mehr um das Thema Mindset, Business, Geld verdienen, Wirtschaft, Politik. Wenn ich mich weiterentwickle, vielleicht auch mal bald um das Thema Spiritualität. Schauen wir mal, ob wir so weit noch kommen, okay? Und zum Schluss möchte ich noch sagen, wenn man schon Unternehmer ist, muss man Werbung machen. Also, ich habe mehrere Unternehmen, eins davon ist Juicery, eine Systemgastronomie, alles rein pflanzlich. Wir haben auch einen Online-Shop für Nahrungsergänzungsmittel, werden wir alles einblenden und verlinken. Ich mache einiges im Bereich E-Commerce, beispielsweise auch eigene Heimtrainingsgeräte, die können wir die abfilmen, ja? Wie schaut es denn hier aus? Werden wir beim nächsten Mal abfilmen, werden wir vielleicht noch kurz einblenden. Ja? Also alles im Bereich physische Produkte, aber natürlich auch digitale Produkte und Fortbildungen. Wer dazu mehr erfahren möchte, der sollte sich unten anmelden, dann bekommt man in ein paar Tagen auch einen Fragebogen zugeschickt, wo man aktuell steht und welche Schritte für einen sinnvoll wären. Das heißt also digitale Business, Online-Marketing und viele andere Ausbildungen. Dann geht es weiter, ich bin auch bei einer Vertriebsorganisation mit Partnern, mit über 1500 Partnern. Das heißt also, es gibt Optionen, Geld zu verdienen. Wer jeden Monat nicht mehrere hundert bis mehrere tausend Euro verdient, nicht x-tausend Euro auf der hohen Kante hat und in 3 bis 5 Jahren nicht die erste Immobilie anzahlen kann, der ist in 90% der Fällen selber schuld. Und ich will auch aus egoistischen Gründen Leuten diese Waffen an die Hand geben. Denn es hat damals Henry Ford schon gemacht. Henry Ford hat die Löhne der Leute in seiner Autofabrik verdoppelt. Warum? Weil man eine Mittelschicht braucht, die auch konsumfähig ist. Ich will auch extrem vielen Leuten, Tausenden, wenn es nicht geht, Millionen von Leuten helfen, mehr Geld zu verdienen, finanziell frei zu werden, dass ich auch später für meine Unternehmen und für meine guten Produkte mehr Konsumenten habe. Es geht nicht wie ein Monopoly-Spiel, denn ein Monopoly-Spiel, ihr wisst, was da am Ende ist. Einer hat alles, die anderen haben nichts. Dann ist das Spiel vorbei. Deswegen, ich will Leuten helfen, diese Schritte nach oben zu gehen. Von Lehrling zu Arbeitnehmer, zu Experte, Verkäufer, Vertriebler, Selbstständiger, Manager, Unternehmer und irgendwann mal Investor. Und all diese Dinge erkläre ich, und zwar einmal, weil es mir selber Spaß macht, aus egoistischen Gründen und auch natürlich aus Gründen, weil ich einfach glaube, dass wir einfach gesellschaftlich die Leute jetzt bilden müssen. Ansonsten geht die Schere immer auseinander und dann haben wir alle nichts davon. Denn dann schaut es aus wie in Brasilien. Ich war vor ein paar Jahren in Brasilien und ich würde in Brasilien, in Rio, kein Multimillionär sein wollen. Selbst da bist du als Sieger, als wirtschaftlicher Sieger, ein Verlierer. Warum? Weil die Schere zu weit auseinander ist, die sozialen Spannungen sind zu groß, jeden Tag werden 200, 300 Menschen erschossen, deine Kinder können nicht zur Schule gehen, außer in einer gepanzerten S-Klasse oder in einem gepanzerten Jeep. Du kannst nicht frei rumlaufen, überall Armut.
das ist auch keine Lebensqualität. Ja? Lieber bin ich, ich möchte mal ganz ehrlich zeigen, dann kommen wir jetzt auch noch zum letzten Thema. Schau mal her, Leute, lieber bin ich, wenn wir uns das mal so anschauen, dass hier haben wir vielleicht die Armen, hier ist so die große Mittelschicht und hier sind so die Reichen, ja? Da bin ich doch lieber hier mit einer großen Mittelschicht und habe vielleicht gar nicht so viel mehr wie die Mittelschicht und die Armen haben auch nicht so viel weniger. Lieber bin ich doch so, wie ich habe jetzt hier die Armen haben gar nichts, die kleine Mittelschicht und dann hier die Reichen und dann bin ich hier, die Mittelschicht ist da und das ist da und habe ich riesen soziale Spannungen. Das ist doch scheiße, das ist schlecht. Ich will lieber das haben. Ganz klar. Und jetzt möchte ich noch zum Abschluss, bevor ich noch weitere Firmen nenne, beispielsweise E-Training Software Solutions, eine Softwarefirma, ich glaube, jetzt sind wir schon einiges durchgegangen, Gastro, online physische Produkte, digitale Produkte, online Ausbildungen für Unternehmen, dass die ihre Marketingleute, ihre PPC-Leute ausbilden können, Softwareunternehmen, ja, wie ihr seht, ich mache einiges. Und jetzt möchte ich noch auf ein Problem eingehen, was sehr unangenehm ist. Aber es gibt halt einfach nur mal Menschen, die sind intelligenter und andere weniger intelligenter. Manche Menschen sind stärker und manche Menschen sind schwächer. Und dieses unnatürliche Gleichgewicht, das möchte ich beim nächsten Mal ansprechen. Das war es also jetzt an dieser Stelle. Alles Weitere findet ihr unter dem Video. Das wird jetzt sofort hochgeladen vom guten Lorenz, vom Fahrer zum Assistenten, zu jetzt bald Geschäftsführer von einem meiner Unternehmen. Das heißt also, da sieht man es. Und hier haben wir den Markus. Markus, darf man das eigentlich schon sagen, was du machst, oder ist es, darf man das gar nicht? Doch, kannst du. Vom Pizzalieferanten, oder? Ja, vom Pizzalieferanten, jetzt zum Designer, bald zum Chefdesigner und dann wahrscheinlich bald zum Imperator-Designer und noch x andere Sachen. Ja? Das heißt also, es geht nach oben im Leben, man kann viel machen. Haut rein, Leute. Ich habe meinen Senf abgegeben. Wir sehen uns.